mit Hallo und Glück auf zum letzten Legendentalk in dieser Saison, bevor jetzt aber alle aufschreien. Es geht in der kommenden Saison weiter. Einmal hier mit Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer, unsere Fußballlegenden. Hallo und Glück auf. Glück auf. Und das Wichtigste ist natürlich, liebe Leute, ihr guckt uns ja immer sehr fleißig. Dafür vielen lieben Dank auf Facebook und auf YouTube. Und da wäre es uns ganz wichtig, wenn ihr den Kanal einfach mal abonniert, damit ihr dann auch nichts verpasst, wenn es endlich wieder losgeht. Sommerpause hat noch nicht mal richtig angefangen, aber viele jammern schon, wann geht's weiter. Ne? Yeah. Ja, letztes Spiel gegen Fürth, müssen wir nicht viele Worte verlieren, aber das war genau das, was eigentlich in dieser Saison los war. Nix. Also die Einstellung fehlte, die Werte waren schlecht, sind 7 Kilometer schlechter gelaufen als Fürth, weniger gelaufen als die Fürther. Haben Sie am letzten Spieltag nochmal gezeigt, dass die Luft raus war und dass es sowieso nicht so gepasst hat? Ja gut, die Luft war raus, nachdem wir uns gerettet haben, muss man sagen. Aber man muss auch eins sagen, es sind ja 5000 Leute wieder mitgefahren nach Fürth. Und es ging ja um überhaupt nichts. Das muss man so sehen, weder für Fürth noch für uns. Aber das war wieder so ein Spiel, was ich da gesehen habe. Da hatten wir mehrere von in der Saison. Und das ist eigentlich schade, weil ich kann mir ja noch mal zeigen, durch bestimmte Dinge, die ich mache, ob ich bereit bin zu kämpfen, 90 Minuten zu marschieren, da kann ich mir, aber ich kenne keinen, der sich da angeboten hat, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt ist es für unseren Verein, ist es natürlich jetzt ganz wichtig, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, die konkurrenzfähig ist in der zweiten Liga und vor allem, wenn man wirklich aufsteigen will, so ist es nun mal, da brauchst du eine Mannschaft, die auch die Klasse hat, um zu bleiben. Was nützt das denn, wenn ich aufsteige und habe die Qualität nicht, oben mit dabei zu bleiben? Dann bist du eine Fahrstuhlmannschaft. Und es wird natürlich immer rauf und runter. Das haben schon viele Vereine auch mitgemacht, bis sie sich mal etabliert haben, wie zum Beispiel auch der VfB Stuttgart. Ja? Und deswegen bin ich gespannt, was unser Verein auf die Beine bringt, um eben nächste Saison wieder anzugreifen. Rüdiger, eigentlich wolltest du ja mal anfangen, ne? Weil der Klaus ja mal alles vorne wegnimmt. Nein. Hat sich jetzt so eingespielt. Lass den Klaus ruhig mal. Ja, ist, Rüdiger. Der Klaus sagt ja immer vieles richtig, also brauche ich ja da nicht mehr so viel zu sagen. Im Endeffekt ist es ja so, da gebe ich ihm recht, wenn da 5000 Leute mitfahren, erwarte ich natürlich auch ein bisschen, ja, wenigstens eine Mannschaft, die da mithalten kann. Aber als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gleich gesagt, also hier werden wir verlieren. Also tut mir leid, also das war das Erste, was ich sofort gesagt habe unter Freunden. Ich habe gesagt, mit der Mannschaftsaufstellung, auch wenn du hinten siehst, also was da rumgelaufen ist, also das geht gar nicht. Und so ist ja auch gekommen. Und ja, wie der Klaus schon sagte, jetzt muss man einen neuen Anfang machen. Die Saison war total verkorkst hier. Die war wirklich eine der schlechtesten Saisons, seitdem der Verein hier so mitbesteht. Das muss man einfach sagen, so knapp waren wir noch nie dran, abzusteigen in die dritte Liga. Und das darf natürlich nicht passieren. Und ja, man wird sich ja dann wahrscheinlich von dem einen oder anderen trennen, aber das können wir gleich noch drüber reden. Aber das Spiel selber war eine Katastrophe, was Klaus aussagt. Es waren wieder ein paar Spieler dabei, die sich sehen lassen oder wenigstens spielen wollten oder aufgestellt worden sind, sagen wir mal so, um dann noch vielleicht eine Chance zu kriegen, sich zu zeigen, auch im letzten Spiel. Also passt auf, ihr habt hier einen Fehler gemacht, ich habe hier zu wenig gespielt, wie Tempelmann und so. Also auch Mohr wieder auf der linken Seite. Also da, ich verstehe die Jungs gar nicht. Das ist meine letzte Chance, da reiße ich mir da im Grunde den Arsch auf, bis geht nicht mehr, um unbedingt hier in dem Verein zu bleiben. Weil es wird dann auch schwierig für die Leute, die jetzt weggehen, auch einen neuen Verein zu finden und auch vor allen Dingen einen guten Verein wie Schalke 04 zu finden. Das finden die sicherlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, es tut uns im Herzen weh, wenn du dieses Gelände siehst, dieses Stadion, ja, mit über 60.000 Zuschauern gehen da rein. Die Fans sind ja immer da, unterstützen die Mannschaft ohne Ende. Und dann müssen wir, ja, kämpfen,
damit wir nicht in die dritte Liga absteigen. Das muss man sich mal vorstellen. Schalke 04, ein Verein, der in die Bundesliga gehört, natürlich auch wie der 1. FC Köln und HSV. Aber es wurden in der Vergangenheit einfach viele Fehler gemacht. Und wenn du dann Fehler machst, die richtigen Leute nicht hast, auf einmal bist du hier unten, ja, dann kommt die Unsicherheit dazu. Das hat man ja alles schon, über Jahre hat man das schon mal mitgemacht. Mal. Auch nicht nur wir, andere Vereine auch. Und deswegen hoffe ich und wünsche den Verantwortlichen von FC Schalke 04, dass sie ein glückliches Händchen haben mit Neueinkäufen. Aber das wird ein Problem geben, weil wir lesen das ja selber immer in der Zeitung, dass sich hohe Schulden drücken. Und da die richtigen Leute zu finden, das ist eine Mammutaufgabe. Ja, man hat ja auch, oder man wird ja auch reichlich Spieler gehen lassen, unter anderem auch 2, 3 oder 4 sogar, die noch einen Vertrag haben. Wie die das jetzt hier regeln wollen, das wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß das nur als Spieler, wenn man gehen musste und man hat noch einen Vertrag, dann hat man sich irgendwie geeinigt mit einer Ablösesumme, was ich eigentlich dann ja schon wieder ein bisschen komisch finde. Also ich meine, wir haben kein Geld, wir brauchen jede Mark auf Deutsch gesagt oder jeden Euro, um neue Spieler zu verpflichten. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, soweit wie ich jetzt gelesen habe, 10 Leute oder fast 11 Leute gehen lassen, musst du ja auch 11 Leute neu im Kader holen. Du musst die entweder aus der U23 holen, wo wir natürlich bei dem Spiel auch gesehen haben, sind 2 Jungs eingewechselt worden. Meiner Ansicht nach ein bisschen zu spät. Ja, also da hätte man wahrscheinlich auch für die da gespielt haben, hätte man die Jungs auch schon vorher reinschmeißen können. Das wird ein Riesenproblem, wie der Klaus schon sagt. Also wenn man viele Spieler gehen lässt, muss man viele Spieler holen. Und wenn man Spieler holt, müssen die also auch besser sein als die wir hatten. Und das wird das große Problem sein. Und ich hoffe, dass die Herren da ein gutes Händchen für haben. Aber es ist ja so, dass eine lange Vorbereitungszeit wird da sein. Junge Spieler sind da. Da muss Klartext gesprochen werden, denke ich mal, mit diesen jungen Leuten. Ihr habt hier eine Riesenchance. Jetzt zeigt euch, es gibt Vorbereitungsspiele und so weiter. Und wenn ich muss ja ehrlich sagen, von den Gizé bin ja, ich persönlich, da bin ich ja begeistert. Der hat alles, um ein sehr, sehr guter Innenverteidiger zu werden. Trainieren verschiedene Sachen, sprechen mit ihm, ja, und den Jungs auch sagen, hallo, wenn ihr nicht marschiert, von der ersten bis zur letzten Minute im Training, im Spiel, ja, wo wollt ihr denn hin? Ihr habt hier so eine große Möglichkeit, die Chance zu kriegen, da reinzuwachsen, da reinzukommen, aber das liegt nur an euch. Der Trainer sieht euch, der Trainer wird euch die Chance geben, denke ich mal, wenn du die Leistung bringst. So ist es immer gewesen. Und da hoffe ich natürlich, dass die Jungs dazuhören. Weil die wollen ja nicht jetzt in der zweiten Mannschaft spielen. Junge Leute, die wollen noch mehr. Ja, wir haben so auch mitgemacht. Wir waren jung, wir wollten Bundesligaspieler werden. Aber das geht nicht. Da musst du was für tun. Da bleibt ja nicht alles über. Sonst geht's nicht. Schalke ist ja mit 3 Spielern in die Saison gestartet, die ja, aus der Knappschmiede kamen. Kastelle, Kaparos und Van der Sloot spielen keine Rolle mehr. Van der Sloot geht sogar, verlässt den Verein. Jetzt aber 2 neue, Emmanuel Biamfi, glaube ich, heißt er richtig, und Taifun Bulut. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ist das so ein Move von den Trainern, zu sagen, das ist jetzt der richtige Weg? Der Bulut hat ja gespielt, ich glaube 5 Minuten oder sowas. Ich meine, da konnte man jetzt auch nicht so viel sehen. Das ist natürlich was anderes, wenn du in der A-Jugend spielst und du kommst dann und wirst reingeschmissen in der ersten Mannschaft. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und man hat ja auch gesehen, dass er doch ein bisschen geflattert hat, der Bulut, weil er die ein oder andere
Szene noch kurz vor Schluss, da hat er ein bisschen ein paar Fehler gemacht oder mindestens einen Fehler gemacht. Es ist natürlich klar, meine Güte, das sind junge Kerle, aber die brauchen auch Erfahrung. Deswegen haben wir ja am Anfang immer wieder mal gesagt, schmeiß die einfach mal rein, mal 10 Minuten nur ein bisschen riechen im Stadion. Also jetzt waren ja jetzt in Greuther nicht so viele Leute wie bei uns. Wenn 60.000 da sind, ist der Druck ja noch größer. Deswegen habe ich ja immer die ganze Zeit gesagt, ihr müsst mal ein paar junge Leute reinschmeißen. Ihr müsst, dass die da dran, dass sie im Stadion riechen, dass sie keine Angst haben, dass sie spielen, ja, dass sie nicht wegen den Zuschauern schlecht spielen oder Fehler machen. Aber das kriegt man nur rein, wenn man die auch ein bisschen spielen lässt. Und das habe ich immer die ganze Zeit gesagt. Und ich habe es auch nicht verstanden, dass manchmal immer wieder so die gleichen Spieler gespielt haben. Und wenn man ein gutes Ergebnis hatte oder man war weit vor, dann hätte man eben auch immer wieder diese Spieler mal bringen müssen. Und ja, ich habe ihn auch immer gesehen, ab und zu mal in der A-Jugend. Ja, ja, er war, ist ein Spieler, der... Ich weiß nicht, wie meinst du? Bullet. Ach so, ein Bullet, ja. Der nach vorne drängt, der offensiv spielen will, der nach vorne spielen will. Und das muss er jetzt versuchen auch, wenn er die Chance bekommt, auch in der ersten Mannschaft. Warum nicht? Frech sein, Mut haben. Und einige werden ihm schon helfen dabei. Und der Trainer dann mit Sicherheit, weil er hat der Junge, der will. Ja, und ist dann auch für die anderen ein Beispiel. Weil sonst geht es nicht, weil... Wir haben ja gar gesprochen darüber. Wir werden nicht in der Lage sein, super Spieler zu kaufen. Und da fällt das Geld. Ja, Superspieler kriegst du für die zweite Liga gar nicht. Und wenn ein kriegst, kostet er Geld. Ja, und deswegen. Müssen wir auch viel Spieler ausbilden. Ja? Und das ist auch dann die Aufgabe des Trainerstabes, diese Leute auszubilden. Ja, das heißt, nicht auf einem Stand stehen zu lassen, sondern die besser machen zu werden. Also, dass sie besser werden. Und das ist ein Riesenproblem, glaube ich. Im letzten Jahr war es so gewesen, dass ich nicht jetzt unbedingt gesehen habe, dass da einige junge Spieler viel, viel besser geworden sind. Entweder war der Druck so groß, dass man sich damit nicht so richtig befasst hat. Aber wenn man eine neue Saison macht, man macht eine Vorbereitung, man muss dann schon sehen, dass man mit diesen Spielern einige Sachen macht, wo die noch schwach drin sind. Und die muss man so schnell wie möglich dann bearbeiten, wenn man mit diesen jungen Leuten in die Saison gehen will. Was ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin. Wir haben auch trainiert, zusätzliches Training gemacht, Bälle verwandelt. Da können wir uns ja noch gut erinnern. Hier auf den Nebenplatz. Ja. Da haben wir doch trainiert. Da musst du tun, um noch besser zu werden, sicherer zu werden. Und Selbstvertrauen kann ich mir nur holen, wenn ich auch in die Zweikämpfe gehe, mir Bälle erober und dann mit Abschluss nach vorne, ob Flanke oder vielleicht ein gutes Zuspiel. Ja, das sind Aufgaben, die zu lösen sind. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam aus. Es wird auf jeden Fall ganz viel passieren müssen, denn lass uns mal über die Abgänge sprechen. Lass uns mal kategorisch durchgehen. Offiziell verabschiedet wurden Danny Latzer und Simon Terodde, beides ja, ehemalige Kapitäne des FC Schalke 04. Der eine, der hört auf, der andere weiß vielleicht noch nicht so recht, ob er vielleicht noch ein bisschen spielen will. Ein Verlust für den FC Schalke 04? Ja, also ich würde sagen, Terodde, wenn er gut drauf ist, kann er jedem Verein retten, weil er hat jetzt in der Saison natürlich nicht so viel für uns an Toren gemacht. Danny Latzer, sage ich mal, das ist ein Mittelfeldspieler. Ja gut, Mittelfeldspieler kannst du schon mal eher ersetzen als ein Stürmer, der viele Tore macht. Und ich glaube, da ist schon der große Unterschied. Im Mittelfeld kannst du da immer einen reinpacken, auch mal irgendwie einen jungen Spieler reinpacken und dem erklären, was er zu machen hat. Aber ein Stürmer hat Nase, ein Stürmer macht Tore, so wie Terodde. Und der hat ja auf seiner ganzen Karriere gesehen sehr viele Tore gemacht. In dieser Saison nicht so viel, da passt aber auch in der ganzen Truppe nicht, wie wir das schon gerade mal besprochen haben. Nur wie gesagt, Terodde, das tut schon weh. Und das hat man auch in Greuther Fürth gesehen. Also nur top vorne
und dann daran hoffen, dass er da, was weiß ich, in der Saison 20 Stück schießt. Wow, da bin ich, glaube ich, nicht der einzigen Meinung, dass er das alleine nicht schafft. Also du musst da mindestens, da musst du schon schauen, dass du einen vernünftigen Stürmer wenigstens holst, der dir aber auch eine Garantie geben kann, ja, mal 15 bis 20 Tore zu machen. Sonst wird mit dem Aufstieg, kannst du da dann natürlich nicht mit hoffen. Aber es ist so ein Mannschaftsspiel, wenn einer vorne spielt wie Terodi und kommt von links und rechts, kommt da nichts, dann kann er keine Tore schießen. Weil ich hab's ja immer, wir haben es ja immer gesagt und habe darüber gesprochen, er ist ein Strafraumstürmer, wie im Buch steht. Ja, wenn was kommt, ist er in der Lage, er weiß, wo das Tor steht. Aber ist das nicht der Fall? Er ist kein Stürmer, der einen weglaufen kann, der einen umspielen kann und dann abziehen. Das ist er nicht. Und deswegen müssen wir schauen, dass über außen auch was kommt. Ja, ob der Top dieser Kopfballspieler ist, da mag ich zu bezweifeln. Ja, weil wenn Bälle von links und von rechts kommen, ja, dann musst du kopfballstark sein. Dann musst du einen Abschluss haben, wenn der Ball zu dir kommt. Und ja, das wird sich zeigen. Ja, du musst auf jeden Fall, vorne musst du ein, zwei schnelle Leute noch holen. Weil das haben wir in der letzten Saison jetzt hier gesehen, dass wir, sag ich mal, in den Spitzen doch verhältnismäßig langsam waren. Vor allen Dingen, wenn man in den Gassen reingespielt hat, da war viel Platz in manchen Situationen bei uns und die wir da gar nicht ausnutzen konnten, weil wir eben nicht von der Schnelligkeit kommen. Also ich glaube, dass man schon mindestens noch zwei gute Stürmer holen sollte. Ja. Und man muss noch mehr holen? Aber okay. Schnelligkeit ist genau richtig. Siehe Leverkusen, was haben die für schnelle Leute da vorne? Da geht die Post ab. Aber die zu finden, für wenig Geld. Hallo? Das ist eine Aufgabe. Ich will die Schuhe anziehen. Das ist eine Aufgabe, mein lieber Mann. Ja, ob die überhaupt zu lösen ist, ist wieder die andere Frage. Ja, ja, ich habe es ja gerade schon andeuten wollen. Es müssen ja vier mehr Spieler gesucht werden. Vier werden nicht verlängert, das wurde auch schon offiziell bekannt gegeben, sogar fünf mit Michael Langer, wo man aber dann nochmal gesagt hat, vorerst noch nicht verlängert, also da passiert noch was. Aber Cedric Brunner, Thomas Ovejan, Steven van der Sloot und Blendi Idrisi sind die Spieler, die keinen Vertrag mehr haben. Vertrag läuft aus, dafür diese Position musste man holen. Und dann gab es noch dieses Frühstück gestern beim FC Schalke 04, wo wohl auch noch Spieler mitgeteilt wurde, wie Henning Matriciani, vielleicht auch Ralf Fährmann, man weiß nicht, Tobi Mohr und Lino Tempelmann, die sich wahrscheinlich einen anderen Verein suchen sollen. Also zweistellig können wir schon fast mit rechnen, ne? Dass der FC Schalke 04 zweistellig an Spielern verliert. Ja, genau, nee, richtig. So ist es. Der eine hat ein Alter erreicht, wo es einfach nicht mehr geht, wo man aufhören muss. Der andere hat die Qualität nicht. So ist das, da muss man sich von den Spielern trennen. Das ist ja nicht erst seit heute oder seit dieser Saison bei Schalke 04, sondern das ist ja bei jedem Verein so. Da wird geguckt über das ganze Jahr, was hat er gebracht und dementsprechend muss man sich verhalten, mit ihm sprechen und eine Lösung finden. Ja, vor allen Dingen, so wie du gesagt hast, wenn Schalke wirklich gesagt hat, wir wollen im nächsten Jahr wieder aufsteigen, musst du natürlich dann auch gleichzeitig wieder Spieler holen, die natürlich dann nicht nur für die zweite Liga ist, sondern auch für die erste Liga ist, weil du willst dann nicht wieder einen neuen Umbruch machen, dann ist das, was du vorhin gesagt hast, so ein Fahrstuhl rauf und runter passiert dann meistens so, weil du dann wieder neue Spieler holst und dann hast du eine neue Mannschaft und jetzt kommen natürlich, ich weiß nicht, wer absteigt, ob es Bochum ist oder Düsseldorf aufsteigt, das ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, die zweite Liga wird im nächsten Jahr noch brutaler, um aufzusteigen, als in diesem Jahr. Weil es kommt nochmal mit Köln eine gute Mannschaft dabei. Egal wie auch immer, was da los ist mit Transfer und. Aber die werden auch erstmal die Spieler behalten, die da waren. Und wenn ich die Kölner Mannschaft sehe, ist die, wenn die so bleibt, wie sie ist, für die zweite Liga sicherlich gut. Und wenn man Bochum sieht, die Bochumer wollen auf jeden Fall drinbleiben in der ersten Liga. Und wir werden sehen, ob Düsseldorf, wir haben auch wieder eine starke Mannschaft, wenn sie es in diesem Jahr nicht schaffen, werden sie es probieren im nächsten Jahr. Also es werden einige Mannschaften sein,
die unbedingt da unten rausfahren. Unter anderem natürlich auch unsere. Aber wie gesagt, da musst du einen vernünftigen Kader haben, den musst du gut zusammenstellen, um dann eben auch oben mitzuspielen, um von vornherein zu sagen, wir haben mit unten nichts zu tun. Letzte Personalie, die sich jetzt geklärt hat. Trainer Karel Gerhards hat ja gesagt, er müsste nochmal mit der Familie sprechen. Gespräche sind wohl gelaufen, er bleibt. Gute Entscheidung. Ich habe heute gelesen, dass er bleibt. Mehr konnte ich dazu so gar nicht sagen. Tja, wir werden sehen. Also bis jetzt hat er immer gesagt, er bleibt. Ich weiß nicht, ob er schon mit seiner Frau gesprochen hat. Nee, das ist jetzt alles fix. Ja, hat er mit seiner Frau gesprochen, ist ja schön. Und finde ich ja gut. Und ja, wenn er bleibt, ist er wunderbar. Ich habe nur gehört, dass einige Leute aus dem Trainerstab weggehen, wie Büskens, Kreuzer soll weg. Also es sind einige Sachen, die da geändert werden sollen. Hoffentlich werden sie dann auch die richtigen Co-Trainer finden, die dann eben die Mannschaft oder die jungen Spieler dann eben ausbilden. Das ist das Wichtigste für mich. Also ich nur um einen Co-Trainer zu holen, der dann dabei sitzt, irgendwie, glaube ich, das bringt dem Verein nichts, sondern wir brauchen Trainer, die die Spieler ausbilden. Ja, und auch weiterbringen. Und das ist für mich das Wichtigste. Wir werden sehen, was da noch passiert. Also ich freue mich schon drauf. Und ja, dass Gerhards bleibt, ist doch auch schön, ist doch auch gut, dass er jetzt endlich gesagt hat, ja. Denn ich finde diese Eierei da immer so, ja, ich bleibe und bleib nicht, muss meine Oma fragen oder meine Mutter oder meine Frau. Also ich bin Trainer und ich trainiere und ich sage so, ich bleibe oder bleib nicht. Und das fand ich immer so ein bisschen komisch. Aber jetzt sind wir ja glücklich, jetzt bleibt er hier und dann ist er okay. Ja, die Co-Trainer, was haben die denn für eine Aufgabe? Auch junge Spieler weiterzubilden, mit denen zusätzlich zu trainieren. Ich habe auch ein Torwarttraining gemacht mit Jens Lehmann. Ich weiß noch genau, der wollte immer hohe Bälle haben, weil er war im Beherrschen des Strafraums, ja, mit Abstand der beste Torwart zu der Zeit. Ja, und diese Bälle wollte er haben. Die angeschnibbelte Bälle, ja, die vom Tor weggehen. Ja, und ja, war einer der weltbesten Torhüter, wo hat er überall gespielt, bei guten Vereinen und so weiter. Und das muss auch so, weil die haben so viel Zeit. Da muss ich das investieren für meine Karriere aus. Eine Personal, die zum Schluss eher dann eine traurige Nacht. Ihr kennt ihn, habt ihn, glaube ich, noch spielen sehen. Karl-Heinz Schnellinger ist gestern verstorben, Alter von 85 Jahren in Italien. Klaus, du warst zu der Zeit 1970 bei dem Jahrhunderttor in der U21 schon Nationalspieler. Hast du Kontakt zu ihm gehabt? Nein, ich hatte keinen Kontakt, aber Karl-Heinz Schnellinger ist mir sehr gut bekannt. Der hat ein wichtiges Tor auch gemacht bei einer Weltmeisterschaft, glaube ich, 70 in Mexiko, das 1-1 gegen Italien. Und er war jahrelang in Italien gespielt, ein klasse Verteidiger. Ja, traurig, die Sache, gar keine Frage. Aber man muss es einfach so sagen. Man hat ein Alter, 85 Jahre. Es ist traurig für die ganze Familie und so weiter. Aber so ist der Lauf der Dinge. Und hat einer mal gesagt, es ist nun keiner hingeblieben. Ja, ein schöner Satz. Ja, eigentlich ein guter Satz für uns, denn wir bleiben hier, am Anfang hatte ich schon erwähnt, jetzt machen wir erstmal eine kleine Sommerpause, erholen uns ein bisschen von dieser schrecklichen Saison, müssen wir ja ganz klar sagen, es war sehr, sehr anstrengend und dann sind wir in der neuen Saison wieder da. Denkt dran, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann weiterhin unterstützt. Ob ich dabei bin, weiß ich noch nicht. Da müssen einige Dinge geklärt werden. Du musst noch mit der Familie sprechen. Alles mit seiner Frau, aber die überrede ich schon. Dann vielen Dank. Habt eine schöne Sommerpause. Vielen Dank auch an dir. Und Glück auf. Und Glück auf.